Moin moin liebe Achievement Hunter, Susaku hier, heute in der violetten Festung auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch für den Erfolg. Kann man das essen? Bezwingt Faulmine, nicht Mondamine und nicht Fauldarm, sondern Faulmine, also eine Kombination aus dessen übrigens, das sind ja alles hier mehr oder weniger Bosse aus WLTK, ne? Zumindest erinnern sie. Auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch ist ja klar, nachdem ihr ein schwarze Galle getötet habt. Bevor ihr zum eigentlichen Erfolg kommt, es ist immer unterschiedlich, welche Bosse da sind und im Mythic ist das pro ID gleich, ja? Wenn dieser Boss in der ID nicht dabei ist, nächste ID vielleicht. So, der Boss kotzt irgendwann hier, sehen wir diese Schleime, die solltet ihr auf jeden Fall töten, die machen nämlich massiv Schaden an der Gruppe. Normalerweise zieht man den Boss nun dahin, damit er diese frisst und seine Energieleiste wieder abnimmt, statt zu füllen. Denn je höher die sich füllt, je weniger Heilung kommt im Endeffekt bei euch an. Das heißt, der Heiler hat es immer schwieriger zu heilen, bis irgendwann 100% sind. Wenn diese 100% erreicht sind, kommt kein Heal mehr durch. Klare Sache. Jetzt spawnt aber diese schwarze Galle. So, ich laufe gerade weg, man sieht sie gleich in der Ecke. Wir haben es so gemacht, nachdem die gespawnt ist, haben wir zwei dieser Hebel, die an den Seiten sind, gezogen. Da hinten sieht man den Boss und etwas hinter ihm war das Viech. Ihr seht gleich die Leiche aber noch. Ja, und das war's auch schon. Anschließend braucht ihr den Boss nur noch umhauen. Jetzt könnt ihr ihn Pfützen fressen lassen und passt natürlich auf, dass er nicht wieder hochsteckt. Da hinten, wo gerade der Mage war, hinter ihm, ich drehe es gleich halt noch. Da seht ihr einmal die Leiche. Wie gesagt, dann einfach diese Blitze nehmen. Wir haben hier nochmal Blitze genommen. Jetzt links im Bild oben zu sehen. Da so ein schwarzer Haufen. Das ist das Add. Wie gesagt, anstatt es umzubrezeln, benutzt einfach so einen Schalter. Diese Schalter machen ja dann diese Blitze und töten halt wirklich einfach alles. Und zwei Schalter reichen locker, um den eben außer Gefecht zu setzen. Ja, wie gesagt, anschließend Boss ganz normal runterspielen, töten. Blups fressen lassen, auf dass er halt wieder die Energiekosten reduziert und mehr Heilung durchkommt. Ja, das war's auch schon. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Nachmachen und ich zeige euch auch gleich noch das andere Video mit dem anderen Boss. Auch da dieselbe Spiel. Es kann sein, dass der in einer ID nicht da ist. Es kann auch sein, dass in einer ID keiner von beiden da ist. Viel Erfolg beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Euer Susaku aka Leroy. Tschüssikowski.